Guten Morgen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check heute am Freitag. Ja, gestern Morgen hatte alles so positiv ausgesehen und dass ich mit meiner Vorahnung etwas recht behalten sollte, ob er das wirklich verteidigen kann, der DAX, dieses Niveau, dass es so schlimm dann kommt im Laufe des Tages, das hätte ich natürlich nicht erwartet. Sie sehen es, wir waren bei 14,3, sind dann bei 13.900 Punkten aus dem Handel gegangen und es geht schon wieder nach unten, 70 Zähler. Die Angst vor steigenden Zinsen und vor einem Einbruch der Konjunktur, beschäftigen die Marktteilnehmer. Man hat gestern vor allem wieder im Tech-Bereich alles verkauft, was man so verkaufen konnte. Der Nasdaq 100 mit einem sehr starken Verlust von über 5%. Und auch der Dow Jones verlor ja über 1000 Zähler. Es ist jetzt nicht mehr ganz so dramatisch. Wir hatten es gerade gesehen, die 13.830. Wir waren gestern im X-DAX bei unter 13.800 Punkten. Von daher sind wir sogar leicht gestiegen. Aber das Chartbild hat sich natürlich wieder deutlich eingetrübt. Hier haben wir den Abwärtstrend, den wir gestern angetestet hatten, sind dann aber im Laufe des Tages daran abgeprallt, haben die 50-Tage-Linie wieder unterschritten, haben die 14.000-Punkte-Marke unterschritten. Und wenn jetzt nicht schnell ein Rebound kommt, muss man befürchten, dass man eben wieder den Bereich hier um die 13.560 da unten antestet. Wir haben zwar hier noch eine leichte Unterstützung, aber ob die so tragfähig ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Wir brauchen schnellstmöglich, wie gesagt, einen Anstieg über den Bereich von 14.000, 14.100 Zähler. Ansonsten muss man sich wirklich wieder mit fallenden Kursen vielleicht auch länger beschäftigen. Wir schauen noch mal auf die Tafel, auf die DAX-Tafel, ob das so weitergeht. Relativ unverändert. Heute Nachmittag noch Arbeitsmarktdaten aus den USA, die sicherlich auch Einfluss Entschuldigung, nehmen könnten. Und im Moment ist es am besten, man hält die Füße etwas still, wartet das ganze Umfeld ab, vor allem was sich auch in der Ukraine tut, und beobachtet die Sache von der Seitenlinie. Ich wünsche Ihnen trotzdem einen guten Handelstag, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Machen Sie es gut. Yeah.